Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei World of Warcraft, der Vorbereitung zu Warlords of Draenor. Und wir stehen hier mit dem guten Thrall, der jetzt gerade hier der Okrila. War das nicht hier eine nette Stadt noch hier? Jetzt gerade noch hier erklärt, ja, warum jetzt hier alle komisch drauf sind. Und wir haben die Aufgabe hier natürlich jetzt noch ein bisschen die Hawk-Quest fertig zu machen. Ja, ja, wir sind bereit, der Horde zu dienen. Passt schon. Gut, schauen wir uns mal an. Zahnbrecher der Vernichter. Wenn die Schlachtpläne stimmen, die ihr mitgebracht habt, dann tragen die Schreckensfels-Oger ebenso große Schuld an der Verwüstung wie die Eiserne Horde. Es wird Zeit, dass wir diesen Ogern eine Lektion erteilen. Die Eiserne Horde stürzt sich vor allem auf einen großen Oger in Schreckensfels, der sich Zahnschmetter nennt. Sein Tod wird ihre Schlachtpläne durchkreuzen. Dafür kriegt man sogar einen schönen Umhang, der allerdings nichts bringt. Ja, macht nichts. Wir töten ihn trotzdem. Tod den Schreckensfelsogern. Die Dummheit der Schreckensfelsoger überrascht mich immer wieder. Die Eiserne Horde benutzt sie offensichtlich, um ihre eigenen finsteren Ziele voranzutreiben. Trotzdem müssen wir den Ogern zeigen, was passiert, wenn man sich der wahren Horde widersetzt. Es wird Zeit, diesen Schreckensfelsogern eine Lektion zu erteilen. Okay, acht. Hier, bisschen Genozid wieder. Auch mal schön, kann ja mal gemacht werden. Die Schreckensfels-Oger glauben, sie haben uns bezwungen. Sie alle sollen leiden. Hier, nehmt dieses Gift und träufelt etwas davon in ihren Ratteneintopf. Das Gift wird ihnen die Eingeweide zerfressen und zu einem langsamen und schmerzhaften Tod führen. So wie sie ihn verdienen. Okay. Ja, dann sind wir hier jetzt derjenige, der da dafür sorgt hier, dass die ganzen Typen da drüben umgebracht werden. Naja, ich habe die Quest jetzt schon mit meinen anderen Chars gemacht. Und hier unter anderem finden wir jetzt gerade diesen Zahnbrecher. Na, warum verwandle ich mich nicht? Ach, jetzt kommt's langsam. Ich habe auch jetzt mal zumindest mal die Grundfunktion habe ich jetzt mal draufgeklickt. Somit geht das Ganze jetzt hier auch ein bisschen deutlich schneller und ist viel, viel angenehmer zum Spielen. Dankeschön. Ist natürlich alles noch nicht ganz so optimal. Ich möchte endlich wieder eine vernünftige Skillung haben. Aber ich denke, das werden wir dann die nächsten Tage im Stream auch nochmal machen. Dann haben wir hier ein bisschen das Ganze angenehmer. So, den vergiften wir hier schon mal. Dann gibt es hier drüben auch noch ein bisschen was. Komm, wir schicken unseren großen Farming, schicken wir einfach her. Danke, ich wollte dich hier gerade vergiften. Oh, na klasse. Jetzt habe ich den Zahnbrecher auch noch mit dabei. Naja, aber 70.000 sind jetzt auch kein großes Ding. Aber ich glaube, ich gehe zuerst mal hier drauf. Habe ich den Pete habe ich schon drauf. Wir müssen hier mal die ganzen anderen Sachen auch noch. So, den können wir auch schon umhauen. Ich bin es echt nicht mehr gewohnt zu spielen. Es ist echt erschreckend zum Teil. Aber naja. Es macht trotzdem Spaß. Und die Quest ist... Ja, die Questreihe ist jetzt hier nicht besonders irgendwie toll irgendwie, aber naja. Ich freue mich trotzdem aufs Release. So, hier nehmen wir auch noch mal ein bisschen was vor. Hier gibt es noch eine Pflanze, die nehmen wir auch mit. Und da hinten steht auch noch mal ein Topf. Dann gehen wir noch mal zu dem rüber hier. Einmal hin. Den guten Koch gibt's. Aua! So, hier. Wer beschützt denn hier das ganze Essen? Das gibt's ja nicht. So. Der war recht einfach zum Erledigen irgendwie. So, nicht abhauen. Ich brauch dich noch hier. Ah, und das ist auch schon der letzte in der Reihe. Jetzt bei meinem Glück werden natürlich hier die Kicherfangwelpen wieder ankommen. Aber Gott sei Dank nichts.
So, haben wir erledigt, haben wir erledigt. Dann gehen wir zurück zu Schwall und sagen ihm, so, die ganzen Typen hier sind erledigt. Und wir haben die gesamten Oge hier Willkommen ausgerottet. in Orgrimmar. Boah. Seid Gut. willkommen der Horde zu dienen. Sandschmetter ist tot. Gut, die Horde wird eine Weile brauchen, um einen anderen Oger zu finden, der schlau genug ist, um ihn. Hä? Die Horde wird eine Weile brauchen, um einen anderen Oger zu finden. Um ihnen nützlich zu sein? Ach, die eiserne Horde. Ich war gerade eben echt verwundert. Was ist euer Plan? Es ist wichtig, dass unsere Feinde erkennen, was geschieht, wenn man die wahre Horde angreift. Ich bin froh, dass es euch gelungen ist, ihnen das zu zeigen. Gut, haben wir erledigt. Ich wünschte, ich könnte ihre Gesichter sehen, wenn sie leiden. Ich hoffe, dass sie einen langsamen und schrecklichen Tod sterben. Oh, bist du nett? Gut, nächste. Garmak Klingendreher. Dank eurer gesammelten Informationen wissen wir jetzt, dass der Angriff von Garmak Klingendreher, einem mächtigen Ork der Eisernen Horde, angeführt wird. Er hat sich in Burg Okrilon verschanzt. Sein Tod wird den Krieg nicht beenden, aber die Kommunikation innerhalb der Eisernen Horde unterbrechen. Das wird uns wertvolle Zeit verschaffen, um weitere Streitkräfte zu sammeln und einen Schlachtplan für den Kampf gegen diese neue Bedrohung aufzustellen. Gut, dann gehen wir hoch. Die waren nämlich hier oben ganz im Norden. So, aber ist natürlich ein bisschen hier jetzt beschützt. Außer wir haben das Glück, dass vor uns gerade noch irgendjemand war, der hier auch noch irgendwie einen Besuch gemacht hat. Aber so sieht es nicht aus. Okay. Ich könnte jetzt mit Camouflage. Ich könnte mit Camouflage rein. Komm. Dann machen wir das ganz schön. Ach, das waren die Töne von gerade eben. Okay. Camouflage. Vorsichtig. Ganz langsam. Wir schleichen. Hier nach oben. Und da oben müsste er dann eigentlich schon stehen im Obergeschoss. Wieso flüstere ich eigentlich? Okay, kümmern wir uns als erstes um die Schildwache. Garmak ist tot. Ich habe euch. Hä? Was soll das? Thrall, du Pfeife! Der ist überhaupt nicht tot. Toll, ganz toll. Lässt er mich da allein mit ihm? Okay, wir gehen hier mal ein bisschen in den stärkeren Angriff. Zack. Glaub's ja nicht, Schwall, die alte Pfeife. Wir treffen uns in Okrilon und gemeinsam werden wir Garmak besiegen. Dann. Oh, aui. Autsch. Wirst du wohl? Ach, so. Dankeschön. So, dem Thrall werde ich jetzt hier aber gleich eins erzählen. Das gibt's ja wohl nicht, dass der einfach abhaut und mich hier mit dem Typen da lässt. Naja. Okay, wir gehen wieder in Schleichmodus. Ganz vorsichtig. Sucht mich im Lager auf. Ihr habt euch gut geschlagen. Das ist echt witzig. Also normalerweise sollte er eigentlich mitkämpfen. Aber wahrscheinlich, weil ich halt eben den Leibwächter hier irgendwie umgehauen habe, hat er sich jetzt entschieden, hier das Ganze. Oh! Ja, so viel zum Thema hier wieder. Perfektes Spiel. Ich dachte, ich könnte schnell aufsteigen und ja. Aber durch den Zauber habe ich wohl meine Camouflage irgendwie verloren.
Okay, aber wir haben mal wieder wahrscheinlich eine Lernkurve. Damit wir wenigstens irgendwas davon tragen können. So. Zurück ins Lager. Ich suche immer noch hier unter dieses Kropidiönchen und Perodax, aber irgendwie scheinen die nicht mehr in dieser Gegend zu sein. Ich schaue jetzt gleich nochmal. Die müssten eigentlich irgendwo Lothar, hinterm... Was ist euer Wunsch? Es war mir eine Ehre an eurer Seite. Du... Was soll ich... Wo hast du mitgekämpft, du Pfeife? Hier. Willkommen. Da hast du ja echt oben irgendwie hier in im Hyal mehr getan. Dank Garmarks Tod wird bei der Eisernen Horde Chaos herrschen, bis sie einen neuen Anführer hier in Azeroth ernannt haben. Wir haben die Schlacht zwar gewonnen, aber der Krieg hat gerade erst angefangen. Die Eiserne Horde ist durch uns langsamer geworden, aber dieser Krieg ist noch lange nicht vorüber. Ich bleibe hier und gebe mir weiter Mühe, die Eiserne Horde aufzuhalten. Der Kriegshäuptling muss wissen, was wir hier heute erreicht haben und welche Bedrohungen wir uns in Zukunft gegenübersehen. Es wäre wohl das Beste, wenn ihr persönlich dem Kriegshäuptling Bericht erstattet, Jägerin. Okay. Und dafür gibt's ein Tier und weitere Klamotten. Aber ich schaue jetzt noch mal ganz schnell runter, ob hier unten noch ein paar von den Skorpionchen sind. Die müssten eigentlich... Ja, machen wir hier auch noch mal so einen kleinen Flug. Kann ich hier eigentlich so spaßeshalber? Der wird mir hier hoffentlich nicht an... Okay. Das wäre natürlich witzig gewesen, wenn es jetzt hier einen Bug irgendwie gegeben hätte. Dass ich, ja, rüberkomme, aber ich glaube, da müssen wir weiter die Beta spielen. Okay, Skorpionchen gibt es hier keine. Dann porten wir uns mal wieder rüber. Was hast du schon wieder gefunden, Farming? Habt ihr eigentlich die neuen Screens auch gesehen? Die sehen echt zum Teil cool aus, die Ladescreen. Wir porten uns jetzt hier nach Pandaria und von da aus dann halt eben weiter rüber wieder nach Okrima. So, dankeschön. So, hier nach oben. Und hier Portal Nummer 3, wenn es endlich geladen hat. Danke. Den finde ich cool. Also der sieht einfach cooler aus. Auch hier oben mit dem Tore hat es schon was. Absolut. So. Vor allem halt eben nur hier zwei von der Allianz irgendwie drauf. Hey. Und der Rest irgendwie... Ah, ja, gut. Ist halt nun mal... Warlords of Draenor ist halt ein Horden-Addon. Da hilft auch nichts. Okay. Wir sind hier wieder am Panda-Strand. Und fliegen schnell, wenn es mal endlich hier geladen hat. Rüber zum Hauptgebäude. So, und sagen dem hier jetzt Hallo. Das ist mühsam, als ich gedacht habe. Die Eiserne Horde ist stark, aber wir sind die wahre Horde und wir sind stärker. Ich fürchte, es wird jetzt viel Blutvergießen geben. Und bevor wir in den Krieg ziehen, brauchen wir einen Plan. Gut, wir bekommen einen schönen Talisman. Und wir bekommen das eiserne Sternchen. Und bekommen noch zusätzlich den Erfolg, die eiserne Invasion. Schauen wir uns das Ganze mal kurz an hier nochmal. So, 3 von 3 haben wir. Gehen wir in den
Wildtierführer und sagen eisernes Sternchen. Okay. Möchte ich eigentlich jetzt schon mal angucken, wie der kämpft. Komm, das machen wir jetzt noch. Dass wir hier so ein bisschen, Angriff machen. Nehmen wir den runter. Nehmen wir so einen Hopfling vielleicht. Ja gut, den Berghasen, der schafft es auch ohne weiteres. So, hier draußen gibt es auch das ganze Ungeziefer. Dann lassen wir unseren Eisern hier mal ein bisschen. Oh, hat sogar Vorteil hier. Was hast du denn? Entfessel den Hagel. Ach, okay. Ja, das war eindeutig effektiv. Kann man nichts anderes sagen. Wir haben gewonnen. Und erreicht Stufe 2. Kraftkugel. Komm, gucken wir uns auch nochmal an. Machen wir nochmal eine Runde. Ich bin gerade irgendwie motiviert und irgendwie waren wir jetzt heute auch recht schnell fertig. Dass wir hier uns hier oben nochmal einschnappen. Hallo, du Mischkäfer. So, erster Angriff. Macht nichts. So, Kraftkugel. Rollt auf den Gegner zu und 33 Kleintierschaden und erhöht die Geschwindigkeit. Okay. Na, dann machen wir hier wieder Finish. Also so eine starke Fertigkeit jetzt gerade hier in so einem kleinen, ist natürlich nicht schlecht für das eiserne Sternchen. Gut, das war's für heute. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir haben jetzt die Pre-Quest für Warlords of Draenor haben wir fertig soweit. Und im Stream werde ich jetzt dann wahrscheinlich jetzt nachher noch meine ganzen anderen Chars jetzt natürlich auch noch, müssen halt alle neuen hier durch, aber der Erfolg, den möchten wir natürlich schon. Und das Equipment, das wir jetzt hier bekommen haben, ist gerade, wenn man jetzt die, zeitlosen Insel nicht gemacht hat, natürlich auch nicht schlecht. Und ja. Das war's für heute. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns vielleicht morgen zu einer Folge. Ich weiß es noch nicht, aber Book of Unwritten Tales gibt's auf jeden Fall. Bis dann. Ciao, ciao.